Was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding. In the building. Willkommen im neuen Video. Ich bin gerade im Sprung ins Training. Ich bin ja jetzt eine Woche krank gewesen nach dem Wettkampf und die wird jetzt langsam besser. Also es ist schon ziemlich gut. Ich habe auch noch so ein bisschen Nase, ein bisschen Hals, aber ich bin eigentlich fit. Und ich denke mal, ich werde es versuchen und trage mich wieder ins Training. Ich habe jetzt gerade hier das Video für Sonntag fertig geschnitten und es ist heute Freitag. Zum anderen gibt es gute Nachrichten, denn eure Shirts sollten sogar schon bei euch sein. Also die Shirts aus der Vorbestellung von in etwa 4 Wochen sind hier. Kilo für Kilo ist da. Aber el problemo, das sollten 2 Pakete sein und zwar noch mit den weißen Shirts. Und ich hätte natürlich gestern schon gern die Shirts versendet, allerdings haben viele halt doppelt weiß und schwarz bestellt und das macht gar keinen Sinn. Dementsprechend muss ich noch einen Tag warten, also in der Hoffnung, dass heute die weißen kommen. Ich finde das halt mega stressig, denn ich habe mega so, also ich fühle mich mega krass euch verpflichtet und möchte halt so die schnellsten Lieferungen, die besten Lieferungen bringen und bei diesen Vorbestellungen ist halt immer das Problem, dass man halt immer damit rechnen muss, dass UPS wie in diesem Fall irgendeine Lieferung verkackt und die länger braucht und all so ein Kram und Ich möchte jetzt also diese Trainingsreihe auch dazu nutzen, euch einen tieferen Einblick in mein Training zu geben. So wie es früher auch mal war. Ich bin jetzt in der letzten Zeit viel einfach trainieren gewesen, bin viel auf Kleinigkeiten eingegangen, aber das große Ganze habe ich nie so betrachtet wirklich. Und das war halt dem geschuldet, dass ich das große Ganze selber nicht so im Blick hatte, da ich ja erstmal versucht habe, wieder gesund zu werden. Nicht genau wusste, wo ich überhaupt hin will. Und ja, jetzt habe ich meinen Wettkampf gemacht, bin wieder fit. Und jetzt wird es auch wieder Zeit, mein Training sinnvoll zu planen. Ich habe also ein bisschen den Kopf in meinem Coach zusammengesteckt, was wir in meinem Training verbessern können und wie wir vor allem flexibel bleiben können, da ich ja dann doch öfter mal irgendwie ein Wochenende irgendwo hinfahre oder so und nicht direkt trainieren kann und dann habe ich vorher mal alles abtrainiert und war dann mega kaputt und habe dann 3 Tage pausiert und das Ganze wieder und wir wollen uns jetzt ein bisschen am Ansatz von Mike Teixeira orientieren mit den Reactive Training Systems und den Emerging Strategies, so dass man halt immer fast täglich auf sein Training reagiert und Anpassungen macht. Und das sage ich jetzt nur, weil ich im Grunde von meinem Training nicht mehr als ein Block rede. Also ich sage jetzt nicht, jetzt kommt der Hypertrophie-Block oder so, sondern ich trainiere einfach und mache quasi on a weekly basis, also wöchentlich Anpassung. Trotzdem habe ich natürlich feste Tage vorgegeben und heute ist der erste Tag und da habe ich Squat und Bench auf dem Plan und ich würde sagen, wir sprechen uns gleich im Gym. Nike signs all I want. Yeah, that's a check. If you want me on the song, need a check. We ain't forgetting nothing, did we? Hold up, let me check. If a nigga's playing chess, yeah, you on check. Nike signs all I want. Yeah, that's a check. If you want me on the song, need a check. We ain't forgetting nothing, did we? Hold up, let me check. If a nigga's playing chess, yeah, you on check. Bag on me like colostomy. Ask the bitch what you got for me. Mein Outfit ist da, ihr wisst. Heatgear-Hose und Hoodie. Es ist halt immer ein bisschen kalt hier drin, muss ich sagen. Aber ich bin halt auch eine übelste Frostbeule. Also, gerade war noch Buddha hier, der hat oben ohne trainiert. Aber ich, wie gesagt, Bilder. Ich will nicht mehr, Mann. Ich habe keinen Bock mehr, krank zu werden, gar nichts mehr. Wenn ich schwitze, dann schwitze ich halt. Fuck it. Feierst du das, mit Hoodie zu trainieren? Also, an sich zu trainieren finde ich ganz cool, aber nicht zu beugen und auch nicht wirklich Bankdrücken zu machen, weil du einfach mit dem Hoodie nochmal deine Haut dicker machst im Grunde. Die Stange nicht so geil liegt, beim Drücken du dich nicht so gut festmachen kannst. Ich finde es eigentlich nicht so geil, aber was soll's. Also, besser so und ein bisschen dran gewöhnen, als mir nachher wieder die Schwindsucht holen. Okay, vielleicht bin ich ein bisschen paranoid. Zu Recht. Okay, meine erste Übung für heute ist das normale Competition-Beugen. Und da habe ich einen RP7-Vierer. Wie sagt man? Ein 4 Wiederholungen zu RP7 auf Plan. Und ich habe gerade gar keine Ahnung, was das für ein Gewicht sein könnte. Und wenn du eine Orientierung brauchst, kannst du dir die RPE-Chart zur Hilfe nehmen. Die blende ich hier gerade unten ein. Da kannst du dir im Grunde in der oberen, wie sagt man, in der Zeile, Spaltezeile, ich habe keine Ahnung, kannst du dir raussuchen, wie viele Wiederholungen und eben das RP. Und dann kriegst du einen Prozentwert von deinem 1RM, mit dem du wohl in etwa in der Lage sein solltest, das Gewicht zu, das RP7, den Satz zu machen. Das ist natürlich individuell am Ende und es ist auch nur ein Richtwert, der nach oben und nach hinten abweichen kann. Wenn du dir das von Mike Teixeira anschaust, die RP-Chart, die ich mir jetzt angeschaut habe, bewegen wir uns da im Rahmen von 81%, was jetzt heute für mich 217,5 Kilo bedeuten würde. Und ich glaube schon, dass ich die machen könnte, wenn ich mir aber eine RP-Chart von Bryce Lewis zum Beispiel reinziehe, dann legt er dafür, ich glaube, 74% an. Also ein ganz Stück weniger, was bei mir dann so 200 Kilo wären. Und am Ende ist es auch nicht so wichtig, dass du da jetzt den genauen Prozent bekommst und dass du genau am Point bist, sondern solange du dich irgendwo in dieser Range befindest, dann beide haben schon ihren Standpunkt und sind etabliert in dieser Welt und haben auch mit vielen Klienten gearbeitet. Und wenn wir jetzt einfach sagen, okay, irgendwo in der Mitte wird sich das bewegen, ne, dann sind wir schon gut dabei. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, 215 müsste ich eigentlich für einen Vierer easy packen zu RP7. Und dahin arbeite ich mich jetzt hoch und dann schauen
schauen wir eben danach, ob ich das dann tatsächlich zum RPE 7 gepackt habe. Wenn du retrospektiv auf den Satz schaust und der war eine 8 oder so, ist es doch auch nicht schlimm. Na, also ich sag mal, wir haben jetzt, ich habe noch mehrere Wochen vor mir und ergänze jetzt quasi einen Datenpunkt in meiner eigenen Datenlage so ein bisschen, den ich als Referenz nutzen kann. Also wenn ich nächste Woche zum Beispiel selber stehen habe und die 215 waren zu schwer, dann weiß ich, okay, ich nehme vielleicht 210 oder so. Also wenn du dir nicht sicher bist, RP-Chart rausholen, suchen, wie viele Reps du drauf hast, suchen, zu welchen RP, Prozente nehmen, die von deinem 1RM runterrechnen und ja, in dem Bereich irgendein Gewicht wählen, wo du dich wohlfühlst, in der Spanne von 10 Kilo, 5 nach oben, 5 nach unten. Told her that I need a shopping spree. If not, bitch, stop jocking me. Pulling up in all kind of whip. Bouncing out in all kind of fit. Hella foreign chick, love foreign whip. I'ma get this bitch this porn dick. Check on me like I signed in. Broly, tell me what time is. Look at me, I'm shining. You could see the glare if you was blind, bitch. Nigga smelling like a bag of money. Humble, but I got that bragging money. Where the fire at? Here, fire that. Yeah, there's some of that dragon, buddy. And that dope beer, I'm swagging, cut this up. Grüße S, kein Problem. Oakland, we ain't flagging, buddy. Do your hair red, put them blue strips. At Roof Chris, with a new bitch. What it do, bitch? Who is you, bitch? Call your old nigga and your new pimp. I'm exclusive, translucent, Confucius. Don't confuse this. Nike signs all I want. Yeah, that's a check. If you want me on the song, need a check. We ain't forgetting nothing, did we? Hold up. Okay, die waren schon ein bisschen langsam jetzt, aber insgesamt schon eine RP7. Also rein, normalerweise müsste man die ein bisschen schwerer ansetzen, also jetzt vom RP. Aber ich habe die jetzt ein bisschen verlangsamt, um eben dem Form-Breakdown gegenzuwirken. Wir wären genauso schnell hochgegangen, aber ich hätte zu sehr die Hüfte nach hinten geschoben. Das habe ich vermieden, dadurch wurde die Bewegung langsamer und ich musste halt mehr durchmuskeln, was aber auch völlig in Ordnung ist. Also war eine gute Wahl. Wir reduzieren jetzt um 10 Kilo, 205 Kilo und ballern das Bergaufvolumen voll. Let's go. If a nigga's playing chess, yeah, you and Chad. Hallo, mein Name ist Pascal und mir wird immer kalt und deswegen trage ich einen Hoodie und möchte auf keinen Fall krank werden. Deswegen werde ich den ganzen Winter im Hoodie trainieren. Der ist ganz schön schnell verschwunden. Nee, jetzt aber ehrlich, es nervt halt richtig doll, weil die Stange auf deinem Rücken rollt. Weil der Hoodie ist jetzt auch nicht so grippy und das macht gar keinen Spaß. Und ich schiebe da also das auch jetzt ein bisschen als Grund vor, warum die Beuge gerade nicht so clean war. Und das werde ich jetzt zeigen. 205 für 2x4, die werden sich wesentlich besser bewegen, weil ich keinen Hoodie trage. Nike signs all I want. Yeah, that's a check. If you want me on the song, need a check. We ain't forgetting nothing, did we? Hold up, let me check. If a nigga's playing chess, yeah, you and check. Check chasing and I'm check cashing. Got a Mozzie, about to get a Ashton. Dope nigga with a clean fashion. Mean passion, weed passing. Well, you know my youngest got the gas. Stupid question, ain't no need asking. Relapsing, we flashing. Hundreds and hundreds and hundreds. Okay, lag nicht am Hoodie. Heute ist einfach alles schwer. Ist heute alles schwer, Kevin? Heute ist alles schwer. Green paper with the blue on it. Gator bitch told her chew on it. She was choosing, had to move on it. And the shoes had Jimmy Choo on it. She a bad bitch, had a lot of class. Real or not, it's a lot of ass. I'm sorry, bitch, but I gotta pass. Can I fuck with you without a mag? Rubber on me and it's fitting right. Feel like talking a little shit tonight. Tired of the clothes, tired of the hoes. Boy, look at my fit tonight. About to knock it real super bad. The bitch gotta be super wet. Warte mal, wer gerade die ganze Stange abgebaut hat, aber noch weiter beugen muss und nicht richtig im Plan geguckt hat. Was lachst du, Mann? And the money gotta be dumb. I'm talking about stupid check. Nike signs all I want. Yeah, that's a check. If you want me on the song, need a check. We ain't forgetting nothing, did we? Hold up, let me check. If a nigga's playing chess, yeah. 3x6 mit 150 Kilo. High bar pause squat. You and check. Nike signs all I want. Yeah, that's a check. If you want me on the song, need a check. We ain't forgetting nothing, did we? Hold up, let me check. Kevin! Kevin! Ballert, ballert! Kevin, ballert, ballert! Hier ballert Kevin, ja? Kevin! If a nigga's playing chess, yeah, you and check.
Nigga find anything other than a motherfucking hundred in this motherfucker, my nigga, I'm pussy. What my nigga Boosie say? You get anything other than a motherfucking hundred in this motherfucker, I'm pussy. All rap money, man. I ain't never sold a rock. Ich bin ein Veganer. Also wir sind jetzt mit den Beugen durch und großer Fokus liegt auf der Competition-Beuge, Conventional-Beuge wollte ich sagen, wahrscheinlich. Competition-Beuge halt einfach, um da im Training zu bleiben, um besser zu werden. Und der nächste Punkt, wo wir schon eine Schwachstelle angehen, sind bei mir die Quads, da ich auch dazu neige, mit der Hüfte ein bisschen rauszuschießen und ich generell ein bisschen Arbeit für die Quads vertragen kann. Deswegen haben wir noch Halberbeugen pausiert im Plan für den 3x6. Jetzt machen wir Bankdrücken, einen Satz für 6 Reps mit 115 Kilo. Mal gucken, was für ein RP die werden. Let's see it. Nee, kann das richtig gut. Du musst dir die, oder du kannst mir das Gewicht noch ein bisschen weiter vorführen. Weißt du, als du mir das übergeben hast, habe ich das noch ungefähr so weit vorgeholt. Okay. Und dann kannst du es noch ein Stück weiter vorholen. Ich sag dann einfach Stopp, wenn du es loslassen kannst. Jetzt ist so gut, jetzt ist es ungefähr wie Wettkampfgrip. So, wenn man jetzt übertreibt, dann rutscht man weg. Das ist nicht so, dass man festkriegt. Ja. Ja, okay, war das 6 gerade? Ja. 6 hat Luft. Also die 6, die 115 für 6 waren RP Luft. Luftgitarre vielleicht auch Arschgeige. Und jetzt haben wir 110 für ein 3x8 drauf. Ich habe jetzt extra darauf verzichtet, da ist zwar ein Gummi drauf, aber das hat nicht so viel Grip, wie ich normalerweise habe. Denn ich möchte mit ein bisschen weniger Grip auf der Bank trainieren, damit ich in der Wettkampfsituation nicht wieder den Schock bekomme und nicht so ein wirklich grippy bin. Ne? Train as you play oder you play, never play better as you train. Und, fuck. Nike signs all I want. Yeah, that's a check. If you want me on the song, need a check. We ain't forgetting nothing, did we? Hold up, let me check. If a nigga's playing chess, yeah. So, die Fokusübung am ersten Tag in der Woche, obwohl heute Freitag ist, wie auch immer, habe ich jetzt durch. Das waren halt Kniebeugen und Bankdrücken. Und jetzt machen wir noch das Schrägbankdrücken mit einer Kurzhantel. Wann es Sinn macht, sowas zu implementieren, also Kurzhantelbankdrücken, Schrägbankdrücken, wie auch immer, da habe ich Samstag ein Video zu rausgebracht. Das kennt ihr bestimmt schon. Wenn nicht, schaut nochmal zurück. Da ging es darum, was oder wie man Schwachstellen beim Bankdrücken erkennen kann und verbessern kann. Und wenn ihr das gesehen habt, dann wisst ihr auch, warum ich Kurzhantel-Schrägbankdrücken drin habe. Kleines Problem ist halt, dass wir hier im Gym nur 30 Kilo haben, also bis 30 Kilo. Man muss sagen, Kurzhanteln sind halt fucking teuer und da gibt es so viele andere Sachen, die wir vorher investieren wollen. Zum Beispiel eine Competition-Kombi oder sowas oder halt viele Kleinigkeiten auch. Ja, da müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt auch keine Lust, mir das hässliche Handline zusammenzubauen. Das ist diese Kurzhantel, die man sich selber zusammenstecken kann. Da kann ich mir natürlich mehr zusammenstecken, aber es ist mir zu unsicher. Einfach wegen meinem kaputten Ellbogen will ich da kein Risiko eingehen, dass mir das irgendwie runterrutscht oder so. Naja, wir hauen die jetzt weg. Let's go. Nike signs all I want. Yeah. That's a check. If you want me on the song, need a check. We ain't forgetting nothing, did we? Hold up, let me check. If a nigga's playing chess, yeah, you don't check. Bag on me like colostomy. Ask the bitch what she got for me. Told her that I need a shopping spree. If not, bitch, stop jocking me. Pull up. Zieh dir die Persönlichkeitsrechte an meinem Gesicht. An deinem Fortnite Rage. An meinem. Mit welchem Volumen spielst du heute? Und Fortnite Volumen muss ich noch voll machen heute. Welche Intensität heute? 6 Pfund muss ich noch voll machen heute. Bouncing up in all kind of whip, bouncing out in all kind of fit. Hella foreign chick, love foreign whip. I'ma get this bitch this porn dick. Check on me like I signed in. Rolly, tell me what time is. Look at me, I'm shining. You can see the glare if you was blind, bitch. Und direkt in die Sonne gelaufen und ich bin blind. Fuck, meine Nase ist gerade dicht. Ich rede wahrscheinlich ein wenig nasal. Okay, das Training ist jetzt durch. Ich habe noch ein bisschen Assistance-Übung gemacht, die habt ihr aber auch gesehen. Und ich habe heute, was habe ich denn heute gegessen? Ein Protein. Müllermilch Protein, so rum. Und so ein Protein-Joghurt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Der hat auf jeden Fall 23 Gramm Protein auf 180 Gramm Menge nur. Das ist mega geil, weil ich habe nicht so viel Bock, Joghurt zu essen, aber der hat ja echt viel Protein. Des Weiteren habe ich eine Packung Uncle Ben's Reis gegessen. 250 Gramm sind da immer drin, aber das sind keine 250 richtige Gramm Reis, sondern Fake-Gramm Reis. Das sind also nur 400 Kalorien und 5 Eier dazu. Also mein Protein ist schon ganz gut am Start, aber mehr auch noch nicht. Es ist jetzt, ich glaube, auch schon relativ spät. 4:30, das ist ja noch völlig okay. Völlig okay, um zu Subway zu fahren und sich ein kleines Post-Workout-Meal, Cash Shit Just Got Real, zu gönnen für den Auftakt in den neuen Trainingszyklus. Weißt du, du musst das auch ein bisschen zelebrieren. Es ist wie, du hast so eine riesen Mission, wie bei GTA. Und jetzt habe ich eine kleine Mini-Quest eben erfüllt, auf dem Weg dahin, das Spiel durchzuspielen. Und ja, Training für Training.
Quest for Quest. Quest sagt man immer bei Warcraft oder so, ne? Das Spiel habe ich nie gespielt. Nigga smelling like a bag of money. Humble, but I got that bragging money. What a fire at? Here, fire that. Yeah, this some of that dragon, buddy. And that dope beer, I'm swagging, cut. This Oakland, we ain't flagging, buddy. Do your hair red for them blue strips. At Roof Chris, with a new bitch. What it do, bitch? Who is you, bitch? Call your old nigga and your new pimp. I'm exclusive, translucent, Confucius. Don't confuse this. Nike signs all I want. Yeah, that's a check. If you want me on the song, need a check. We ain't forgetting nothing, did we? Hold up, let me check. If a nigga's playing chess, yeah, you in check. Nike signs all I want, yeah, that's a check. If you want me on the song, need a check. Okay, Subway Gourmet Geheimtipp, auch wenn ich nicht so viel Geschmack hab, weil meine Nase verstopft ist. Das ist wie, wenn die Musik laut ist, du einparken willst, aber du nicht sehen kannst, weil die Musik zu laut ist. Southwest-Soße und ein bisschen Käse-Knoblauch-Soße in einer 2:1 Mischung. Plus, wenn du das Steak and Cheese nimmst, lass dir nochmal extra Zwiebeln im Käse mit toasten. Ab nach Hause. Okay, ich muss jetzt immer hier an der Straße parken, denn ich habe meiner Freundin ein Auto gekauft. YouTube Money regelt. Und das parkt jetzt immer hier auf unserem Parkplatz dementsprechend. Ich sehe aber von hier schon was in unserem Briefkasten. Rausziehen. The All-American Sports Store. Oh Leute, eure zweite T-Shirt-Ladung ist da. Keiner da. Was ist diese? Oh, das Video ist zwischenzeitlich fertig gerendert. Okay, also wie es aussieht, ist das zweite Paket von der Bestellung von den T-Shirts bei meinen Nachbarn. Da sind auch noch die Wettkampf-Shirts drin oder die Competition-Shirts oder wie auch immer man das nennen will. Mit dem Logo Ify Dicey Dice vorne. Auf die bin ich natürlich richtig gespannt. Und ja, das ist cool. Weil die haben jetzt eine Woche Delay gehabt und ich will sie wirklich gerne raussenden. Und wenn ich sie gleich raussende, also wenn ich mir die nachher, die bekomme ich nachher, so meine Nachbarn, das sind ältere Leute, ganz nette, die kommen später nach Hause. Und wenn die nachher da sind, werde ich die hier in meinem Schlafzimmer ausbreiten und dann wird dieser Bedroom zu meinem Versandhaus. Es wird allerdings übelst lange dauern, alle zu versenden. Also ich habe hier Verpackungsmaterial und ich packe dann jedes T-Shirt selbst und das sind halt richtig viele Bestellungen. Ich war halt diesmal nicht ganz so doof und habe mir schon mal eure Tickets hier vorgeschrieben, also wo die hingehen und schaut mal, wie fucking viele das sind. Auf jedem sind keine Ahnung wie viele. Also es sind fucking viele Pakete, die ich packen muss. Aber was soll ich sagen? Ich liebe diesen Grind. Ich habe sozusagen mein Hobby, meine Liebe zum Beruf gemacht und auch wenn ihr mal die älteren Teile der Philosophie Friday rein anschaut, in denen ich über das Arbeitsleben geredet habe und so weiter, bin ich halt richtig froh, einfach so mein eigenes Ding gemacht zu haben und damit erfolgreich zu sein und einen Weg gefunden zu haben, daraus auch Profit zu schlagen und halt leben zu können. Das ist halt richtig nice. Aber wir gucken jetzt erstmal, was in den anderen Paketen ist. So, let me have a look. Ah, fick dich, kleines Paket. Hey, mein neues Video, Mike. Und das Ärgerliche dabei ist, dass ich genau dieses Mic hier schon habe, allerdings ist das eben kaputt, weil als YouTuber hast du das halt dauernd irgendwie in der Tasche oder in der Sporttasche, die Cam, und dann knickt das halt gerne mal hier diesen Ansatz um und ich war so doof, den immer drinnen gesteckt zu haben und ja, it's broken, also ein neues. Kill them. Okay, meine Freunde, das ist jetzt keine Produktplatzierung. Ich habe für die Sachen ganz normal bezahlt. Aber das muss man ja heutzutage sagen, auf jeden Fall eine Wintermütze, weil the winter is coming und bei uns im Gym ist kalt. Und deswegen habe ich was gesucht und ich wollte gerne was mit dem LA-Logo, weil ich das richtig cool finde. Und zum anderen, Cam Chancellor on the shirt. Richtig cooler Footballspieler und deswegen wollte ich was haben, wo sein Name drauf steht. Und auf dem Rücken steht auch sein Name und seine Nummer drauf. Kann man jetzt nicht sehen, weil ich kann nicht hinter meinem Rücken filmen. Es fehlt noch, worauf ich mich die ganze Zeit gefreut habe, wenn ich nach Hause komme. Oh, wenn man ein fucking süchtiger Junkie ist. Ja. Und weil so viele schreiben werden, ja, ich weiß, benutze das nicht zu viel, benutze das nicht zu oft und ich benutze das wirklich nicht oft, benutze das ungefähr einmal am Tag. Und also manchmal morgens und vielleicht nochmal nachmittags oder abends, weil ich finde es nicht so geil, davon abhängig zu sein, aber man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich habe es letztens mal ein bisschen zu lang genommen und irgendwann hat sich das auch rausgelaufen, so von alleine. Ne? Dann wurde es halt weniger, dann wurde es halt von viermal am Tag irgendwann nur dreimal, zweimal, einmal, keinmal. Also, chillt.
Ich setze mich jetzt gleich, ich stehe gleich von hier wieder auf, wo ich mich noch hingesetzt habe, um dieses Video aufzunehmen. Gerne den Computer und mache meine Arbeit. Ich denke mal, dass ich dieses Video hier schneiden werde. Ich habe soweit alle Trainings abgearbeitet. Ich habe das Video für Sonntag schon geschnitten und dieses Video ist ja erst für Mittwoch. Und ja, so läuft es bei mir jetzt aktuell ab momentan. Meine Freundin ist gerade bei einer Freundin mit unserem Kind. Dementsprechend habe ich hier nochmal ganz kurz ein bisschen Ruhe und dann genießt man das halt auch ein bisschen, ne? Aber ist schon eine stabile Mütze, oder? Ich wünsche, ich hätte einen Affiliate-Code. Und ja, wenn meine Nachbarn kommen, die werden hier klingeln, also ich kenne die mittlerweile schon echt gut genug, und mir das Paket geben mit den T-Shirts, werde ich mich halt direkt hinsetzen und die Dinger verpacken. Und ich schätze, alleine die Labels zu schreiben, hat ungefähr 2 Stunden gedauert und ich schätze mal, also 2 Stunden durchschreiben, wirklich. Das wird auch nochmal ungefähr 4 bis 5 Stunden brauchen, die alle zu verpacken. Dann nochmal 1 Stunde, um halt die das Porto auszudrucken und drauf zu kleben. Ich muss aber sagen, wenn ich eins liebe, dann ist das stumpfe, repetitive Arbeit. Also ich sag mal, wenn ich nicht irgendwann mein Potenzial vergeudet hätte, um zu studieren, dann wäre ich gerne Gärtner geworden. Und ich kann mich da echt sehen. Ich sag mal, eine verhältnismäßig stumpfe, nicht, dass ich will damit nicht den Job runtersetzen, auf keinen Fall. Aber ich sag mal, eine Arbeit zu machen, die sich mit einem so konkreten Gegenstand beschäftigt und halt einfach Ruhe vermittelt, also mir vermittelt es zumindest Ruhe, wenn ich weiß, okay, die reden nicht, diese Kunden und ich kümmere mich einfach um das Beet und meinetwegen Unkrautzupfen alleine schon, wie beruhigend dieser Job an sich ist. Aber ja, man kann nicht alles haben und man nimmt gerne mal ein paar falsche Abbiegungen in seinem Leben und endet dann als Powerlifting Coach. Ich stehe jetzt mal auf und mache das, was ich... Ey, das ist so krass schlimm, aus dem Sitzsack aufzustehen. Und vor allem, ich trage gerade hier mit dem rechten Arm die Kamera und das hier ist mein kaputter Arm und den brauche ich jetzt, um mich abzustützen. Das ist so ein typischer Fall im Alltag, wo das Ding halt einfach wehtut, ne? Weil wenn ich mich jetzt abstütze, wird das sau wehtun. Oh, 115 Kilo für 6er drücken, im Training kein Problem. Aus dem Sitzsack aufstehen, RP 4000, Alter. Dun, 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 dun. Fürs Finanzamt. Geil, Mann, jetzt ist alles da, jetzt kann die Nachtschicht beginnen. Aber was am coolsten ist, die Shirts hier, die schaue ich mir jetzt mal an, die habe ich eben selbst noch nicht gesehen und ich bestelle dann mal 25 Stück sozusagen als Sample, weil weniger kann ich nicht bestellen, das ist ein harter Abfuck eigentlich. Aber die sehen jetzt gerade auf den ersten Blick wirklich übelst krass nice aus. Shit, if he dies, he motherfucking dies. Auch wieder mit einem richtig geilen Imprint. Kilo für Kilo, make love to the barbell. Damn it! Oh, und das Besondere hier ist im Grunde der Schulteraufdruck. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass du es unterm Singlet trägst. Und unterm Singlet ist eben das nicht zu sehen. Und an der Seite, an der Schulter allerdings das Kilo für Kilo. Damn. Damn, ich bin gerade hart geflasht von diesen Shirts. Ich finde die unnormal heftig. Schau mal, wie nice das fällt. Sorry für die ganzen Sachen, die man jetzt hier sieht. Ich hoffe, das ist alles jugendfrei. Ich habe jetzt hier gerade eine Größe L an. Ich finde, die fallen halt ein bisschen kurz. Das Gute ist aber, dass die 100% Baumwolle sind und wenn du die wäschst, kannst du die danach ein bisschen langziehen. Geheimtrick 17. Aber mit dem Druck auf der Seite und vor allem das If He Dies, He Dies gefällt mir halt richtig, weil das so ein bisschen undercover ist und eben in Schreibschrift. Damn. Also ich bin echt selber hart glücklich gerade drüber. Wie gesagt, waren jetzt dafür gedacht, dass ich mir die erstmal anschaue und sie sind jetzt nicht für den Shop vorgesehen. Allerdings kann ich, glaube ich, jetzt schon sagen, dass die in den Shop kommen. Ich werde es allerdings nicht mit Vorbestellung regeln wahrscheinlich, sondern ich werde dann jetzt welche nachbestellen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die feiert und ob ihr Bock auf so ein Ding habt, so dass die dann irgendwann direkt bestellbar werden. Oder ich hau jetzt vielleicht die Sample-Größe raus, also die 25 Shirts. Ich überlege mir das mal. Sieht man dann auf meiner Website. Also, Pascal Su, checking out. Wir sehen uns im nächsten Video. Machen wir zusammen? Peace, bruh. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.